das Higgs ist eines der Puzzlesteine, das wir brauchen, um zu verstehen, wie sich das Universum entwickelt hat. Das ist eine sehr komplizierte Frage und das ist sicher ein wichtiger Bestandteil unserer derzeitigen Theorie und von daher ist es ein ganz wichtiger Punkt auch für diese Frage. Ne? Ja, aber zu dem anderen Punkt gleich noch, Sie sagen, es gibt noch ganz viele Dinge, die wir nicht verstanden haben. Ja, haben Sie recht. Wir sagen manchmal einen Kartoffelsack. Das ist also irgendwie so eine Hülle, da sind ganz viele Teilchen drin. Ja? Und die Energie von diesen Protonen, die verteilt sich über diese Teilchen und zwar ganz ungleichmäßig. Ja? Und wenn bei einem typischen Zusammenstoß von zwei Protonen sind die beiden Kartoffeln, die da wirklich zusammenstoßen, die haben gar nicht so arg viel Energie. Und für mich ist das sozusagen eine Erklärung, die total befriedigend ist. Ich weiß, dass das für die meisten nicht so ist, aber nach ein paar Kursen theoretische Physik kriegen wir sie dann auch dahin. Also theoretische Physiker sind zufriedener als die anderen, meinen Sie? Mit allem, ganz immer, ja. So, und wenn wir jetzt sozusagen nachvollziehen wollen, was im frühen Universum passiert ist, müssen wir wieder ganz hohe Energien haben, um das Higgs zu erzeugen. Und das macht uns dieser LHC-Beschleuniger. Er schießt Protonen mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, fast Lichtgeschwindigkeit, aufeinander. Und das liefert uns die Energie, die wir brauchen, um das Higgs zu erzeugen. Muss ja nicht alles überprüfen. Es gibt ja schöne Theorien. Die lässt man besser stehen. Also, ich darf ja eigentlich nichts vorstellen, aber für mich sind Elementarteilchen Billardkugeln. Billardkugeln, ne? Und die können Sie ja so andrehen und... Jan, verschiedene Isotope und so weiter. Die Teilchenphysik ist viel einfacher. Deswegen kommen ja die ganzen Studenten auch zur Teilchenphysik. So ein Modell macht gewisse Vorhersagen. Und diese Vorhersagen testen wir. Und solange die Tests positiv ausgehen, sagen wir, das ist die richtige Erklärung. So funktioniert Wissenschaft. Haben wir das verstanden, oder? Naja. Frage, welche Beziehung gibt es zwischen Higgs-Feld und Gravitationsfeld? Würden Sie das Higgs-Teilchen als Ursprung allen Werdens bezeichnen, dessen Bestandteil wir sind? Habe ich mich gefragt, weiß man denn, was die Quelle dieses Higgs-Feldes ist oder sagt man einfach, das ist beim Urknall entstanden und jetzt ist es da und es ist einfach da? Ja, Herr Krämer, Sie nicken, es ist da. Eine sehr gute Zusammenfassung, ja. Das ist genau eine der offenen Fragen, weshalb wir auch nicht so ganz glücklich sind damit. Wir haben wirklich keine dynamische Erklärung, warum das genau so aussieht, wie es ist. Es ist wirklich ad hoc in die Theorie eingefügt und es ist da und es scheint tatsächlich so zu sein, wie es in der Theorie steht, aber so richtig tiefer verstanden haben wir das auch nicht. Wenn ich solche Physiklehrer an der Schule gehabt hätte, hätte ich glatt noch überlegt, Physik zu studieren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Applaus